Cascade, cascade. Es ist uns gelungen, der FPÖ die Themen zu entreißen, indem wir sie einfach 1:1 kopiert haben. Jetzt sind die rechts über den Rand hinuntergefallen. Wer kann da schon wieder sein Handy nicht abdrehen? Welcher Idiot? Das war, glaube ich. Also ich habe jetzt dem Letztgesagten nichts hinzuzufügen vom Kollegen. Allerdings ist es uns auch seitens der Sozialdemokratie gelungen, durchaus den einen oder anderen Wähler bzw. vor allem Wählerinnen abzuziehen von den Grünen wegen unseren überaus attraktiven Spitzenkandidaten. Gell? So, GroKo geht sie wieder 5 Jahre aus und die anderen werden frustriert sein von der Opposition. Ja, genau. Und wenn Politiker frustriert sind, dann reden sie drüber. Hier im Parlament gibt es jetzt eine Selbsthilfegruppe, wo Frustrierte miteinander reden. Sehr begehrt sind die Plätze, man bekommt nicht sofort einen Platz da. So, ausgerechnet uns zwei zusammengespannt haben, da hätte ich lieber auf einen Einzeltermin gewartet. So, viele haben es schon lange vermutet, ich werde mich jetzt outen. Ja, es stimmt wirklich, es ist wirklich wahr, was die Gerüchteküche schon lange über mich verbreitet. Ich bin frustriert. Ja, ich wollte zuerst einmal Bundeskanzler werden, dann wollte ich Bürgermeister werden und Bundespräsident und alles, was mit B beginnt. Aber es gelingt mir nicht und jetzt hole ich meinen Frustfrosch her. Da ist er. Jetzt kann ich mich outen. Ja, ich hab's seit 30 Jahren in der Opposition. Ja. Dabei hätte ich sogar eine Regierungsverantwortung. Ich muss nur die depperten Themen von der Eva überbeten. So, das ist meiner. Ha. Das ist aber ein kleiner Frosch. Ja, der ist aber wenigstens maßstabsgetreu und anatomisch korrekt. Und nicht so ein Amazonas-Leckfrosch wie deiner, den man hinten abschlägt und dann kriegt man Halluzinationen. Und meiner ist hyperintelligent. Dem kannst du sogar Fragen stellen. Darum heißt der Frog, ne? Also Frogmann, was können wir beide jetzt gegen unseren Frust machen? Frog, sag. Oh, ich sage euch ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, arbeitet zusammen. Was, wir sind zusammenarbeiten, das kann ich mir furchtbar vorstellen. Der Pilz sagt wahrscheinlich, ich soll in seine Gemeindebauwohnung und dort einmal zusammenräumen. Weil der hat sich seit 30 Jahren nicht zusammengeräumt in seiner Gemeindebauwohnung, der Herr Pilz. Der hat... So, was machen Sie beide gemeinsam, bitte? Er hat mir geholfen, in meiner Wohnung auszumisten. Und unter dem Mist sind Akten zutage getreten. Akten, aus denen man noch einen Eurofighter-Ausschuss zimmern kann. Und da wird er mir jetzt auch helfen, den zu installieren. Und dafür gibt es eine Gegenleistung von mir. Ne? Ja. Sehr gut. So, also, jetzt erster Teil der Gegenleistung. Schauen Sie, das ist ein Auto. Kennen Sie so etwas? Ich habe eine Ente gehabt früher. Eine Ente? Nein, das ist keine Ente. Das hat 150 unsichtbare Pferde sind da vorne angespannt. So, los, jetzt geht's los mit meiner Gegenleistung für mich. Jetzt fahren wir Richtung Excalibur City. Die Ritterrüstung ist bereits vor Ort und eingeölt. Nur zur Sicherheit, welche Blutgruppe haben Sie? Maschek, vielen Dank. Wir sind beide im Bild zu sehen. Robert Stachel und Peter Hörmannseder von Maschek.